Ein häufiges Problem beim ZTE Nubia Z40 Pro und wie man es löst. So beheben Sie das Heizungsproblem im ZTE Nubia Z40 Pro. Seit einiger Zeit haben Sie ein Abonnementproblem mit dem ZTE Nubia Z40 Pro Telefon. Derzeit tritt dieses Problem bei allen Telefontypen auf. Und das damit verbundene Abonnementproblem kann durch eine Erleichterung behoben werden. Trennen Sie das Mobiltelefon vom Stromnetz, wenn es vollständig aufgeladen ist. Benutzen Sie eine dünne Hülle für Ihr Mobiltelefon, damit es nicht zu Problemen mit der Erwärmung Ihres Telefons kommt. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, während das Telefon aufgeladen wird. Und nehmen Sie nicht am Spielen teil. Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Original-Ladegerät auf. Aufgrund eines Heizungsproblems kann das Spiel längere Zeit nicht auf dem Mobiltelefon abgespielt werden. Installieren Sie keine nicht unterstützten Gaming-Apps auf Ihrem Telefon. Halten Sie Ihr Mobiltelefon ordnungsgemäß auf dem neuesten Stand und vermeiden Sie andere Fehler im Play Store. Machen Sie sich niemals die Mühe, den Speicherplatz Ihres Mobiltelefons zu füllen, da dies Ihr Telefon verlangsamen und zu Problemen mit der Erwärmung führen kann. In mancher Hinsicht ist einfach die Temperatur des Mobiltelefons auf die heiße Umgebung zurückzuführen. So beheben Sie eine schlechte Akkulaufzeit beim ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn die Akkulaufzeit Ihres ZTE Nubia Z40 Pro sehr schlecht wird, lesen Sie die folgenden Punkte. Aktivieren Sie GPS nur, wenn Sie es benötigen. Andernfalls schalten Sie es aus. Wenn Sie eine App wie Cleaner auf Ihrem Mobiltelefon deinstallieren, es werden keine weiteren Anwendungen von anderen Orten als dem Play Store heruntergeladen, sodass die Akkulaufzeit des Telefons ausreichend ist. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer auf die normale Stufe ein. Diese gilt nicht als fortgeschritten. Wenn der Akku Ihres Telefons über einen längeren Zeitraum schwach ist, müssen Sie einen neuen Akku einsetzen. Ist Ihnen gestattet, ordentliche Mitglieder anzurufen. Sie werden nicht viele Spiele auf Ihrem Telefon genießen können. So beheben Sie Verzögerungen beim ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn Sie arbeiten oder suchen, während Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro verwenden, werden die folgenden Schritte erfolgreich ausgeführt. Wenn Sie eine Antivirenanwendung verwenden, außer einer verwalteten. Wenn Sie eine App wie Cleaner auf Ihrem Mobiltelefon deinstallieren, stellen Sie sicher, dass der interne Speicher des Laptops nicht voll ist. Wenn er leer ist, leeren Sie ihn. Besuchen Sie Ihren Laptop oder Laptop und überprüfen Sie ihn mit einer Antivirensoftware, die den Virus von Ihrem Telefon entfernt. Wenn Ihr Internet langsam wird, wird auch Ihr Telefon langsam. Sie haben Ihr Telefon einmal neu gestartet, damit die Geschwindigkeit mit der vorherigen Geschwindigkeit vergleichbar ist. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Design installiert haben, entfernen Sie es. Sie werden in keiner Weise Anwendungen von Drittanbietern verwenden. Beim regelmäßigen Systemupdate. So beheben Sie das Problem mit dem plötzlichen Herunterfahren des ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn Ihr ZTE Nubia Z40 Pro Telefon vorübergehend ausgeschaltet ist, sollten Sie diese Dinge überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Batterie ordnungsgemäß funktioniert. Oder ersetzen Sie die Batterie. Das Telefon muss wegen Überhitzung ausgeschaltet sein. Verwenden Sie die Seitenabdeckung Ihres Mobiltelefons, damit es bei der Bedienung Ihres Telefons nicht zu plötzlichen Problemen kommt. Überprüfen Sie, ob der interne Speicher Ihres Laptops nicht voll ist. Wenn er nicht leer ist, leeren Sie ihn. Auch dies ist ein Grund für eine Sperre. So beheben Sie häufig auftretende Probleme im ZTE Nubia Z40 Pro. Ist Ihnen aufgefallen, dass manchmal ein Hardware-Problem im Telefon auftritt, das dazu führt, dass das Telefon viele Probleme hat, die im Folgenden beschrieben werden. Der Akku ist schnell leer, hohe Temperatur, keine Reaktion auf Feuchtigkeit oder Berührungsprobleme. Kameralösung. Stellen Sie dann eine Verbindung zu WLAN und Bluetooth her. Geringe Lautstärke oder Lautsprecher. So verbessern Sie die Kameraqualität beim ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn bei Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro Kameraprobleme auftreten, konzentrieren Sie sich unten
auf die folgenden spezifischen Dinge. Starten Sie am Freitag Ihr ZTE Nubia Z40 Pro neu, damit alle Probleme mit der Kamera behoben werden können. Aktualisieren Sie die Software weiterhin umfassend, um das Problem mit Ihrer Kamera möglicherweise zu beheben. Versuchen Sie, den Cache und die App-Daten zu löschen, um die Kameraleistung zu verbessern. Bei Bedarf können Sie eine Handheld-App verwenden, was zu besseren Fotos führt. Die Verwendung dieser Drittanbieter-App birgt jedoch ein großes Risiko. Sie können die Kamera speziell einstellen, indem Sie zu den Einstellungen Ihres ZTE Nubia Z40 Pro gehen, wodurch auch das Problem unscharfer Bilder gelöst werden kann. Der HDR-Modus kann dabei helfen, die dynamische Vielfalt Ihrer Aufnahmen zu verbessern, insbesondere bei Lichtdesigns. Halten Sie das Bild gedrückt und tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bildqualität zu verbessern. Reinigen Sie das Kameraobjektiv und das Tuch sauber, während Sie Fotos aufnehmen. Stellen Sie fest, ob die Bildqualität in Bezug auf Licht und Bedingungen korrekt ist. Reparieren Sie häufige Dinge. So beheben Sie Lautsprecher- und Audioprobleme im ZTE Nubia Z40 Pro. Sie werden oft feststellen, dass das Problem mit dem Lautsprecher und dem Ton des ZTE Nubia Z40 Pro Telefons beginnt, was zu einem undeutlichen Ton führt. Anschließend wird die Lösung für alle diese Probleme angezeigt. Überprüfen Sie nach dem Neustart Ihres Telefons, ob der Ton aus dem Lautsprecher kommt oder nicht. Überprüfen Sie die Lautstärke-Einstellung Ihres Telefons. Sie können dies mit einer App wie einem Media Player überprüfen. Sobald Sie das Software-Update auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro überprüfen. Klare Sprach-App-Daten auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Ich habe die Bluetooth- und Audio-Verbindung vom ZTE Nubia Z40 Pro entfernt. Schließen und deinstallieren Sie unnötige Hintergrund-Apps und spielen Sie dann den Ton ab. Überprüfen Sie auch den Kopfhöreranschluss Ihres ZTE Nubia Z40 Pro. Sie können den "Bitte nicht stören" Modus auch überprüfen, indem Sie zur Benachrichtigungsleiste Ihres ZTE Nubia Z40 Pro gehen. Versuchen Sie einmal, Ihr ZTE Nubia Z40 Pro auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. So beheben Sie Software-Updates und Beta-Software in ZTE Nubia Z40 Pro. Manchmal treten immer wieder Probleme wie Software-Updates auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro auf. Beheben Sie das Problem daher wie folgt. Schritt 1. Beheben Sie Software-Update-Probleme. Manchmal treten immer wieder Probleme wie Software-Updates auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro auf. Beheben Sie das Problem daher wie folgt. Löschen Sie die Einstellungsdaten des ZTE Nubia Z40 Pro. Versetzen Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro in den Neustartmodus. Zurücksetzen des ZTE Nubia Z40 Pro auf die Werkseinstellungen. Schritt 2. Nehmen Sie an Beta-Programmen teil. Registrieren Sie sich auf der offiziellen Website für das Beta-Programm auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Möglicherweise haben Sie auch Probleme bei der Installation der Beta-Software. Sie müssen deren Anweisungen befolgen. Wenn bei der Installation der Beta-Software ein Problem auftritt, können Sie das Problem in den Kommentaren herausfinden. Wenn Sie die ZTE Nubia Z40 Pro Beta-Software verlassen möchten, können Sie einen Werksreset durchführen. So beheben Sie das langsame Öffnen von Apps auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. ZTE Nubia Z40 Pro Smartphones öffnen sich langsam. Hier sind einige einfache Schritte, um das Problem zu beheben. Starten Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro neu, um die Leistung des Telefons zu steigern. Halten Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro auf dem neuesten Stand. Leeren Sie den App-Cache auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Löschen Sie die Daten aller Apps auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro. Behalten Sie die erforderliche App und deinstallieren Sie den Rest. Halten Sie den Speicherplatz Ihres ZTE Nubia Z40 Pro frei. Schließen Sie alle Hintergrundanwendungen, die auf
Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro ausgeführt werden. Ich muss es einmal zurücksetzen. So beheben Sie plötzliche App-Abstürze auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn Sie ein ZTE Nubia Z40 Pro Telefon besitzen und es zu einem plötzlichen App-Absturz kommt, können Sie das Problem auf diese Weise beheben. Halten Sie die Daten Ihres ZTE Nubia Z40 Pro klar. Behalten Sie den internen Speicherplatz des ZTE Nubia Z40 Pro bei mehr als der Hälfte. Deinstallieren Sie die Anwendung, die Sie installiert haben, und installieren Sie sie erneut. Überprüfen Sie Ihre mobile Version. Schalten Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro aus dem Energiemodus oder dem abgesicherten Modus. Scannen Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro einmal mit einem Antivirenprogramm. So beheben Sie ein Bluetooth-Verbindungsproblem im ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn Sie ein ZTE Nubia Z40 Pro Telefon besitzen und das Problem mit der Bluetooth-Verbindung auftritt, können Sie es auf diese Weise beheben. Überprüfen Sie, ob Ihr ZTE Nubia Z40 Pro Telefon nicht im abgesicherten Modus startet. Sie sollten auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro nach einem OTA-Update suchen, da dies sonst ebenfalls passieren kann. Ich habe die Standard-Bluetooth-Einstellung auf meinem ZTE Nubia Z40 Pro eingerichtet. Verbinden Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro mit einem anderen Telefon und überprüfen Sie es. Schalten Sie zunächst Bluetooth aus und dann wieder ein. Entfernen Sie alle mit dem ZTE Nubia Z40 Pro verbundenen Telefone oder Geräte. So beheben Sie Mobilfunk- und Mobilfunknetzprobleme auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Befolgen Sie diese einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, um Mobilfunk- und Mobilfunknetzprobleme auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro Smartphone zu lösen. Überprüfen Sie die Abdeckung Ihres lokalen Netzwerks. Schalten Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro aus und wieder ein. Versuchen Sie, den Flugmodus ein- und auszuschalten. Stellen Sie sicher, dass Ihre SIM-Karte richtig eingelegt und nicht beschädigt ist. Wählen Sie in den Einstellungen den entsprechenden Netzwerktyp aus, zum Beispiel 4G, 3G, 2G. Setzen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Telefons zurück. Installieren Sie das neueste Software-Update für Ihr ZTE Nubia Z40 Pro. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter. Erwägen Sie als letzten Ausweg einen Werksreset. Aber überlegen Sie zunächst, Ihre Daten zu sichern. So beheben Sie WLAN-Verbindungsprobleme auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Hier ist eine einfache Anleitung, die Ihnen zeigt, wie Sie WLAN-Verbindungsprobleme auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro Smartphone beheben können. Stellen Sie sicher, dass Sie ein starkes Signal haben und sich in der Nähe eines WLAN-Routers befinden. Starten Sie Ihren WLAN-Router und das ZTE Nubia Z40 Pro Telefon neu. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort verwenden. Stellen Sie erneut eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her, nachdem Sie es vergessen haben. Sie müssen die Netzwerkeinstellungen Ihres ZTE Nubia Z40 Pro Telefons zurücksetzen. Installieren Sie das neueste Software-Update für Ihr ZTE Nubia Z40 Pro. Deaktivieren Sie in den WLAN-Einstellungen Wi-Fi-Optimierung. Überprüfen Sie gegebenenfalls die Router-Einstellungen und passen Sie diese an. Stellen Sie auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk her. Erwägen Sie als letzten Ausweg ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Sichern Sie zuerst Ihre Daten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center, um Hilfe zu erhalten, da es sich möglicherweise um ein Hardware-Problem mit dem ZTE Nubia Z40 Pro handelt. So beheben Sie gebrochene Display- und Touch-Probleme auf dem ZTE Nubia Z40 Pro. Hier finden Sie eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hilft, defekte Bildschirme und Touch-Probleme bei Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro zu beheben. Sie
Sie können Ihr ZTE Nubia Z40 Pro über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer oder Laptop verbinden. Auf diese Weise können Sie schnell auf alle Ihre Informationen zugreifen. Entfernen Sie die Micro-SD-Karte und setzen Sie sie erneut ein, wenn darauf Daten gespeichert sind. Sehen Sie, ob das Problem dadurch gelöst wird. Möglicherweise liegt das Problem an einem defekten Bildschirmsensor. Sie können ein OTG-Kabel verwenden, um beliebige Apps auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro zu nutzen. Schließen Sie Ihre kabellose Maus und Tastatur an. Dadurch können Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro wie einen Computer verwenden. Wenn Ihre Touch-Funktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie es mit den oben genannten Methoden. Ich hoffe, dass die oben genannten Schritte für Sie nützlich und anwendbar sind. So beheben Sie, dass Apps aus dem Play Store nicht auf dem ZTE Nubia Z40 Pro installiert werden. Hier finden Sie eine kurze Anleitung zur Behebung des Problems, dass keine Apps aus dem Play Store auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro installiert werden. Prüfe deine Internetverbindung. Starten Sie Ihr ZTE Nubia Z40 Pro neu. Cache und Daten im Play Store löschen. Überprüfen Sie Ihre Datums- und Uhrzeiteinstellungen. Laufschutz deaktivieren. Überprüfen Sie den Speicherplatz auf Ihrem ZTE Nubia Z40 Pro. Play Store Update. Überprüfen Sie die Kindersicherung. Suchen Sie nach Software-Updates für Ihr ZTE Nubia Z40 Pro. Entfernen Sie Ihr Google-Konto und fügen Sie es erneut hinzu. Überprüfen Sie Ihre VPN- oder Proxy-Einstellungen. Werkseinstellungen. So beheben Sie das Problem mit dem Fingerabdruckscanner beim ZTE Nubia Z40 Pro. Aus Sicherheitsgründen ist bei ZTE Nubia Z40 Pro Telefonen ein Fingerabdruck vorhanden, der jedoch nach ein paar Tagen langsam nicht mehr funktioniert. Lesen Sie dann die unten aufgeführten Punkte, um das Problem zu beheben. Reinigen Sie den Fingerabdrucksensor. Entfernen Sie Ihren Fingerabdruck und registrieren Sie ihn erneut. Suchen Sie nach Software-Updates. ZTE Nubia Z40 Pro UI ColorOS Versionsaktualisierung. Überprüfen Sie die Einstellung des Fingerabdrucksensors. Fingerabdruckeinstellungen zurücksetzen. Entfernen Sie die Displayschutzfolie oder das Gehäuse. Reinigen Sie Ihre Hände.